Ich werde mich der Sache annehmen, mein Lord. Gut, dann stellen Sie erstmal mit dem Saboteur hinten fertig. Wir wünschen. Wassermanto. Waffen- und Munitionsschrank. Ah ja, okay. Ich wundere mich halt, dass die Konstruktion jetzt so weit hier reinragt. Weil sie da dran rumwerkeln. Das wird ja hier richtig schmal. Ja, das hier hätte man können mit integrieren. Ja, oh. Meinen Sie, hier vorne an der Kante würden Türrahmenartige Konstruktion und diese Halbwände funktionieren? Als Kombination? Wir haben da mehr Erfahrung in Kampfsituationen, Deckungstechnik. Oh, Sie machen große Fortschritte. Ja, dies ist gerade eben erst geschlüpft. Der Druide hat alles aufgezeichnet? Ja, der Druide hat alles aufgezeichnet. Meister, wenn Sie wollen, ich habe die Festplatte schon entnommen. Der Druide kann jetzt nicht mehr speichern? Doch, dies ist eine Kopie davon. Die Aufzeichnung. Interessant. Bewahren Sie es auf. In Ihrem Gemach. Ja, Meister. Der Druide muss weiter aufzeichnen, wie lange die Aufzucht des Jungtieres dauert. Von jedem Exemplar dieses Planeten. Ich habe noch ein paar mehr davon. Ui, das da ist ja auch noch eine Schwachstelle. Eieiei. Könnte eigentlich ein Turm drauf. Der ist super Platz für einen Turm. Oh, leckt es wieder. Warum? Der Architekt, da hinten ist ja noch alles viel schwächer ausgebaut, hinter dem Tiergehege. Diese lange Wand, meinen Sie? Nur ein paar Tore und Drähte schützen uns von dieser Seite. Mir strebt ein Turm hier auf diesem Felsen vor. Eine perfekte Übersicht. Da haben Sie durchaus recht, mein Lord. Dann könnte diese Mauer auch so primitiv bleiben, wenn man von hier perfekte Schussbahn hat. Man könnte die Mauer vielleicht nochmal doppelt oder dreifach positionieren. Also nochmal zwei, drei Lagen von diesem Metallstachelkonstrukt und plus Turm. Was sagen Sie dazu? Genehmigt. Als Wellenbrecher quasi. Bevor die Wellen gebrochen werden, sind sie weggesnipert. Davon gehe ich aus, mein Lord. Wie es wieder hängt. Oh,
Hat er gemerkt, wie es leckt? So, wir haben wieder Nacht. Guck mal, wie geil das aussieht bei Nacht hier. Fett. Jetzt geht gleich wieder der Sound los. Und der Mod. Meister, haben Sie den Saboteur gesehen? Er sitzt in am Werkeln. Hier die Treppe hoch, junger Meister. Saboteur, ich habe gesehen, Sie haben mir einen Gleiter zukommen lassen. Wissen Sie nun, wie dieser funktioniert? Sie müssen mich einfach bringen mit dem Gleiter. Okay. Warten wir doch mal eine Übersicht. Hi, Nessus. Oh, von hier aus kann man schnell schießen mit der Ballista. Gott, da steht einer. LOL. Weil habe ich echt mal so. Wissen wir, wenn man hier guckt, wegguckt und dann, Moment, nur nochmal hinguckt. Und dem Sturmtruppler da oben wusste ich noch gar nichts. Hä? Was ist denn das jetzt? So. Kann sich leicht in dem Turm verirren hier. Das wird witzig. Ihr wisst von nichts. Der ist nicht mal in Love. Babam! Ich wäre ja gern dabei. So einfach so geduckt. Alter, wenn wir das sehr spät erst mitkriege, wenn er dort hingelaufen ist. Oder gar nicht. Bin sau gern dabei, wenn du einen hinlauft. Ich weiß ja gar nicht, wo er ist zur Zeit. Sie haben sich mit ihrer Rüstung noch nicht vertraut gemacht. Sie haben einen Helm, den Hackknopf. Damit könnten Sie Ihre Nachtsicht aktivieren. Bräuchten Sie die... Wie praktisch. Das muss neu sein. Danke. Was, der Sturmtrupplerhelm hat Nachtsicht? Sturmtruppler. Geben Sie mal her. Das will ich jetzt wissen. Koch, haben Sie etwas Neues zu essen für mich? Möchten Sie einen Horniburger zum Essen haben?
Mein Schüler, was war das Update im Sturmtrupplerhelm? Den Helm. Da gibt es einen Haken. Damit könnten Sie Ihre Sicht. Bei mir funktioniert das nicht. Das ist anscheinend nur bei den Sturmtrupplern mit der Weste. Dann drüber, haben Sie ein Nachtsicht in Ihrem Helm? Ich habe dieses Upgrade leider nicht eingebaut, nein. Mein Schüler, der Sturmtrupplerhelm gehört der Nachtwache draußen. Wo ist er hin? Ah, hier. Wie weit können Sie die Aufzucht der Tiere alleine lassen? Wir brauchen Schuppen und Knochen. Ich wollte Sie mit meinem Schüler losschicken. Ja, das kann ich. Gut, aber Sie sind gerade beim Essen vorbereiten. Dann nehme ich auch eine Portion gleich. Verstanden. Und haben Sie auch schon ein Gebräu? So einen leckeren Kanu-Burger. Mit einem ordentlichen Gebräu für den dunklen Lord. Mein Schüler, was möchtest du? Ich hätte gerne eins ganz neuen Gericht. Verstanden. Salz wird hier auch schon hergestellt. Einmal den Kanu-Burger, eine Spezialanfertigung von mir und die Gungeon-Platte. Die Getränke kommen sofort. Das füllt doch den Magen. Die Rebellen werden keine Chance haben. Solch guten Mahlzeiten in den Bäuchen. Das hier sind die Getränke. Und ihren Druidentreibstoff. Bitte was? Sau cool, oder? Was hat du alles braut? Was war diese Explosion? Schüler, Sturmtruppler! Schauen Sie hinter der Basis! Auf die Mauer! Sturmtruppler, vorne an die Mauer! Und auf dem Weg, mein Lord. Ein Geschoss ist in der Luft! Auf eure Posten! Schattentruppler, sehen Sie hier irgendetwas? Ich kann nichts erkennen, nein. Das Geschoss war schon sehr nah! Dort hinten, zwischen den Felsen, habe ich gerade eine Rebellenuniform entdeckt. Nur feuern, wenn sie 100% wissen, dass es Rebellen sind. Haben wir Betäubungsmunition hier? Ja, ich habe etwas. Ja, mein Lord. Meister, dort hinten.
Welche Seite? Es scheint die Schwester von James Guy zu sein. Das können Sie von hier sehen? Ich habe einen Fern. Oh. Wie weit entfernt ist sie? Gleich war von ihr das Signal. Sie nähert sich der Basis. Sie wird angeschossen, Meister. Nicht feuern! Ich bin Zoe. Sie wird beschossen, ich gebe Feuerdeckung, mein Lord. Ja, schützen Sie sie! Oh mein Gott, er ist so schwer. Was ist geschehen? Ups. Erstmal, Günther, bist du... Ist Günther... Tot? Oh mein Gott, meine Leibwache ist tot. Was haben Sie uns da mitgebracht? Das ist ja ein Feuergeschwader. Okay, kurze, wo sind Sie überhaupt? Ach da. Kurze Erklärung, wir haben nicht sehr viel Zeit, weil ich habe jemanden beklaut und ich wurde erwischt. Beziehungsweise Günther und ich wurden erwischt und ich wollte es eigentlich verkaufen. Bitte Tor zulassen, es ist wirklich gefährlich. Sie haben es ja erstens mal nicht mit ihren Rebellen zu tun, denn ja, das wäre schön, wenn es die Rebellen wären. Auf jeden Fall habe ich was geklaut und ich wollte es eigentlich verkaufen. Jetzt begebe ich es aber Ihnen, weil es um mein Leben geht. Einen Moment. Was haben Sie beklaut? Hier geht's ja rund. Das werden wir noch brauchen, denn... Wo komme ich aufs Tor? Saboteur, zu mir! Die Treppe hoch, wo der Saboteur herkommt. Jawohl. Okay. Nutzen Sie das. Nutzen Sie nicht die Betäubungsmunition, das geht nur schief, wie Sie merken. Sind Sie weg? Okay. Also Sie sollten sich neu rüsten, Herr Imperator, denn... Nutzen? Wo haben Sie diese Technologie her? Ich sagte, ich habe sie geklaut, aber wir sind hier noch nicht fertig. Also für Erklärung haben wir jetzt leider keine Zeit. Sie sollten sich alle definitiv neu rüsten. Lassen Sie die Betäubungsmunition weg. Wir werden töten müssen. Ja, töten. Mit sehr großen Waffen vielleicht sogar. Das hier sind ich jetzt weiß die nicht, Größen, ob es das tun wird, denn es sind mir noch mehr gefolgt. Was knallt hier die ganze ein paar Zeit? Am besten sollten Sie alle Leute auf die Mauer holen. Das wird gleich unschön werden. Es tut mir leid, dass ich Sie damit reingerissen habe. Ich wusste aber, ich war in der Nähe. Ich wusste nicht, wo ich sonst anders hin sollte. Soll ich Sie hinten wieder rauslassen? Also ich verlasse. Lasst Ihre kleine Rüstung, sage ich schon. Mein Gott, ich bin so aufgeregt hier. Ich verlasse jetzt diesen Platz nicht mehr, weil mit dem wir zu tun haben, das ist ein bisschen härter als Ihre. Herr Saboteur, Sie sind nackt. Rebell. Ich sagte also rüsten. Das ist schon ein bisschen eklig. Herr Saboteur. Sie sind nackt. Wurde getroffen. Ja, gehen Sie in die Basis und rüsten Sie sich neu. Und beeilen Sie sich. Haben Sie schon mal, Sie haben schon mal von der roten Rüstung gehört. Wir waren im Gespräch. Sie wollten mir nur nicht erzählen, von wem Sie das haben. Das werde ich auch jetzt noch nicht tun. Dafür müssen Sie werden gleich erst einmal, beziehungsweise Sie haben schon Kontakt mit der roten Rüstung gehabt. Die Fraktion dieser Insel. Die haben was zu tun mit... Ja, damit, dass sie nicht vom Planeten runterkommen. Und ja, ich war so verrückt und habe sie beklaut und habe meinen Günther verloren. Ich kann es immer noch nicht fassen. Jetzt brauche ich eine neue Leibwache. Pass doch besser mit der Betäubungsmunition auf. Ihr Mann sollte dort nicht alleine stehen. Das ist der Saboteur, das ist sein Job. Ja, Sie sollten trotzdem lieber alle erstmal hinter dieser Mauer bleiben. Lord, ich habe keine Ahnung von Kriegsführung. Der Saboteur soll alle mit dieser Gasbombe ausstatten.
Das ist mir irgendwie safer. Wie die Betäubungsmunition, die uns nur selbst trifft. Was ist mit der Balliste, mein Lord? Jeder sollte auf jeden Fall Ausschau halten. Ich weiß, sie waren hinter mir her und diese Fraktion lässt garantiert niemanden sich beklauen. Haben Sie mir gerade Befehle gegeben? Ich sagte, Sie sollten. Ich sagte nicht, Sie müssen. Aber ich weiß, was kommt, Sie nicht. Gehen Sie neben dieser Ballista mal weg. Wenn sie feuert, kann sie ganz schön ausschlagen. Jeder bezieht Posten. Schön verteilen auf der Mauer. Ich habe noch versucht, meinen Bruder anzufunken, aber leider konnte ich den Funkspruch nicht weiterführen. Sie haben mir mein Funkgerät weggeschossen. Ja, zurzeit scheint es so, als konnten sie entkommen. Ja, ich weiß aber, dass da noch was kommt. Ich weiß es. Sie waren hinter mir, sie haben sich gerüstet und die zwei, die jetzt hier waren, das war nur Anfang, glauben Sie mir. Was ist das für ein Geräusch? Ballista, feuerbereit! Okay, ich sehe etwas. Jetzt wird's ungemütlich. Saboteur, passen Sie auf, wo Sie schießen damit. Ein Lord, Maschinen laufen auf uns zu. Feuer! Ich hab's Ihnen gesagt. Ich gehe mal auf den Weg. Raketen fliegen ganz kurios. Platten drüber. Versuchen Sie unbemerkt dahinter zu kommen. Verstanden. Mein Schüler begleitet den Schatten drüber. Wow. Boah, du kriegst voll Damage hier. Oh mein Gott, geht's Ihnen gut? Die brennen hier alle. Die Waffen sind sehr mächtig. Haben wir Heilmittel? Ich werde schauen gehen, Meister. Ich glaube, das Tor ist beschädigt. Ganz kurios. Oh, das Tor ist offen. Das ist schlecht. Captain Fasma, Ihre Rüstung ist beschädigt. Ziehen Sie sich zurück. Herr Saboteur, Ihre Handschuhe sind beschädigt. Feuert mit Betäubungsmunition nach draußen durch das Tor. Feinde! Gasbombe! Mein Schüler! Meister. Hinterhaltsangriff.
Mach den Druiden kampfunfähig! Betäubungsmunition! Schnappt ihn! Schüler, schau. Ja, Meister. Tragen alle rote Rüstung. Tot oder betäubt? Tot natürlich. Aber alle tragen sie diese rote Rüstung. Wo ist Zoe? Ich weiß es nicht, ich habe sie seit dem Kampf gesehen. Zoe ist von einem anderen. Astromech-Druiden, sie scheint versuchen zu wollen, die umzuprogrammieren. Erfahrung beim Programmieren? So, jetzt erklären Sie mir nochmal, wieso Sie diese Leute hierher bringen. Zu uns. Ich sagte doch, ich war gerade dabei, mir diese Waffen, die ich Ihnen überlassen habe, zu stehlen. Ich wollte daraus Geld machen. Ich habe übrigens meinen Günther verloren, ja, also bitte, ein bisschen Respekt. Und ja, man hat mich leider erwischt, da ich eigentlich Informationsverkäuferin bin und nicht wirklich der Kämpfer. Und das war hier. Nein, das war, naja, jedenfalls war ich gerade jetzt hier in der Nähe geflohen und sie haben mich verfolgt. Das Einzige, was ich wusste, ist, ganz schnell zu ihnen zu kommen. Weil meinem Bruder, den ich anfunken wollte, ja, ich habe die Verbindung verloren. Und das Funkgerät, leider. Und deswegen habe ich mich kurzerhand entschieden, die Waffen nicht zu verkaufen, sondern ihnen die zu geben, als ja, Ausgleich für mein Leben. Worüber ich mich übrigens bedanke gerade. Die Angreifer tragen alle eine rote Rüstung. Was hat das jetzt auf sich damit? Die Technologie, mit denen sie uns angegriffen haben, ist sehr weit entwickelt. Das kenne ich nur aus den Klonkriegen so. Okay, das sollten wir wahrscheinlich nicht hier draußen besprechen. Ist irgendwas los? Ich hab... Oh, Sky, ich hab dich versucht anzufunken und das Funkgerät ging in der Zeit kaputt. Ich sag so, die rote Rüstung. Was ist passiert? Aber kommt ziemlich zu spät. Ja, mir geht's gut, dank dem Imperium. Dann... Aber es ist an der Zeit, zu erklären, was mit der roten Rüstung auf sich hat. Wir gehen in meine Gemächer. Was? Meister, soll ich den Droiden diese Technologie untersuchen lassen? Zusammen mit Herrn Sky, natürlich. Was sind das für Roboter? Herr Sky, warten Sie bei diesem Roboter. Ich werde meinen Druiden holen und dann werden wir den erforschen. Wie Sie sehen, haben wir mehr Wachposten aufgestellt. Ja, ich sehe es schon. Es hat sich einiges getan, seitdem ich das letzte Mal hier war. Selbst dieser Raum ist größer geworden. Und die Einrichtung gefällt mir sehr. Das sind meine zwei Elite-Sturmtruppler zu meinem Schutz.